Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist der vierte Teil einer kleinen Serie, in der ich mich mit dem Nachleuchten von LEDs befasse. In diesem Teil der kleinen Serie geht es um die Entstörung mithilfe eines Entstörkondensators. Ich werde hier recht genau auf die Funktionsweise dieses Entstörkondensators eingehen. Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass sämtliche Messungen, die ich in diesem Video zeige, lebensgefährlich sind und eine Nachahmung generell nicht empfohlen werden kann. Und wenn denn nachgeahmt wird, dann darf das nur von Elektrofachkräften auf eigene Verantwortung durchgeführt werden. Auf keinen Fall von Laien. Die Ausgangssituation habe ich bereits in einem älteren Video geschildert und wiederhole sie hier noch einmal kurz. Ich gehe hier von einer fehlerhaften Installation aus, bei der der Neutralleiter und nicht der Außenleiter geschaltet wird. Solche Situationen können aber insbesondere auch dann schnell entstehen, wenn die LED über eine Steckverbindung angeschlossen wird. Denn je nachdem, wie der Stecker in die Steckdose eingeführt wird, wird dann eben auch der Außenleiter oder aber der Neutralleiter geschaltet. Hier gehe ich zwar von einer fehlerhaften Installation aus, die nicht vorkommen sollte, jedoch ist bei Steckvorrichtungen diese Situation recht häufig gegeben. Wir sehen, in diesem Fall ist der Schalter geschlossen, der geschaltete Neutralleiter und die Lampe leuchtet voll. Der Fehler wird hier also in gar keinem Fall auffallen. Im nächsten Bild sehen wir nun den geöffneten Schalter und da der Stromkreis ja nun unterbrochen ist, wird man in der Regel davon ausgehen, dass die Lampe nicht leuchtet. Sie leuchtet allerdings minimal nach, wie ich gleich in einem kleinen Test auch nochmal zeigen werde. Dieses Nachleuchten ist dadurch bedingt, dass dieses lose Ende Leitung eine ganz geringe Kapazität zur Erde hat oder zu benachbarten Teilen, zum Beispiel auch zu benachbarten Leitungen. Ich möchte hier ausdrücklich auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Situation generell als sehr gefährlich eingeschätzt werden muss, denn insbesondere der Laie rechnet nicht damit, wenn eine Lampe aus ist oder nahezu aus ist, dass sich im Bereich der Lampe eine lebensgefährliche Spannung gegenüber Erde befindet. Aber genau das ist ja hier der Fall. Also, dass die Lampe nicht leuchtet, sollte einen auf keinen Fall dazu verleiten, hier keine lebensgefährliche Spannung gegenüber Erde zu vermuten. Auch dieses Bild habe ich in einem älteren Video bereits gezeigt. Ich habe hier drei unterschiedliche Situationen. Der Schalter ist jeweils geöffnet. In diesem Fall ist die kapazitive Kopplung durch diese geringe Länge dieser losen Leitung zur Erde hinten sehr schwach. Die Lampe leuchtet extrem schwach nach. Wenn ich nun eine lose Leitung nehme und diese anfasse, wird die kapazitive Kopplung zur Erde hin deutlich besser sein, sodass die Lampe dann schon etwas stärker leuchtet. Ich darf aber hier auf keinen Fall leitende Teile berühren, also nur ein loses Stück Leitung, das auch isoliert ist. Auf keinen Fall leitende Teile, das wäre lebensgefährlich. Ich kann auch mit der Prüfspitze eines Duftpols dieses Nachleuchten deutlich verstärken, denn der Duftpol stellt über den Menschen, der ihn anfasst, eine sehr gute kapazitive Kopplung zur Erde her. Wir sehen hier nun die fehlerhafte Installation mit dem geschalteten Neutralleiter. Der Außenleiter führt direkt bis zur LED und die LED leuchtet daher sehr schwach nach. Ich werde jetzt die Energie zuvor einmal unterbrechen, dann wird die LED natürlich komplett erlöschen, werde dann die Energiezufuhr wieder herstellen, wodurch dann das Nachleuchten wieder auftritt. Dabei ist insbesondere die kapazitive Kopplung zur Erde wichtig, die von dem losen Stück Leitung, das von der LED bis zum Schalter führt, gegeben ist. Das ist genau dieses Stück Leitung. Die kapazitive Kopplung zur Erde kann ich nun dadurch verstärken, dass ich mit dem Duftpol an das lose Ende gehe. Die Lampe wird dann deutlich stärker leuchten. Das sehen wir jetzt. Ich kann auch mit einem losen Stück Leitung, das aber unbedingt isoliert sein muss, die kapazitive Kopplung zur Erde verstärken. Dabei darf ich aber auf keinen Fall leitfähige Teile berühren. Wir sehen hier,
Die Lampe leuchtet deutlich stärker und indem ich fester oder nicht so feste drücke, wird die Lampe heller oder dunkler leuchten. Die kapazitive Kopplung zur Erde von dem losen Stück Leitung bis zum Schalter ist also entscheidend dafür, wie stark die Lampe leuchtet. Wir sehen hier die Situation nochmal dargestellt. Hier das kurze lose Ende, das minimale Nachleuchten. Hier das verstärkte Nachleuchten durch dieses lose Stück Leitung, das von einem Menschen berührt wird. Diese kapazitive Verbindung zur Erde spiegelt sich in diesem Ersatzschaltbild für diese Schaltung durch diesen Kondensator wider. Die LED stelle ich in diesem Video einfach als einen Widerstand dar, sodass ich nun also eine Reinschaltung vor mir habe, bestehend aus einem ohmschen Widerstand, das ist die LED, und einem Kondensator, der zur Erde hin eine Verbindung herstellt. Dadurch kann nun auch ein kleiner Strom fließen, sodass die Lampe tatsächlich leuchtet. Wir sehen hier blau gekennzeichnet das lose Ende von der Lampe bis zum Schalter und braun dargestellt die andere Seite des Kondensators, die ja quasi das Erdreich darstellt. Ich werde im Folgenden auch Messungen zeigen, und zwar mit drei verschiedenen Kopplungen zur Erde. Diese drei Schaltbilder unterscheiden sich also nur durch die Kapazität dieses Kondensators zur Erde. Wir sehen hier einmal das lose Ende zur Erde. In einer weiteren Messung werde ich dann einen Kondensator mit 0,0027 Mikrofarad einsetzen und somit eine Verbindung zur Erde herstellen mit einer recht großen Kapazität, wodurch dann immerhin schon 10,9 Volt an der LED abfallen, wodurch diese schon deutlich stärker leuchtet als in diesem Fall. In einem weiteren Versuch werde ich dann mit einem 0,1 Mikrofarad Kondensator diese Kopplung zur Erde herstellen. Da der Kondensator eine größere Kapazität hat als in diesem Fall, ist der kapazitive Blindwiderstand deutlich kleiner als in diesem Fall und somit wird ein insgesamt größerer Strom fließen, der zu einem größeren Spannungsfall an der LED führt, die in diesem Fall dann schon fast mit voller Leuchtstärke leuchtet. Kurz eingegangen auf die Berechnungsmethoden, die ich hier angewendet habe. Wir sehen hier die Berechnung für den kapazitiven Blindwiderstand mit Hilfe dieser Formel, die im Wesentlichen besagt, dass mit steigendem Kondensator, also mit steigender Kondensatorkapazität, der Blindwiderstand kleiner wird. Also der Widerstand des Kondensators wird kleiner, wenn die Kapazität des Kondensators steigt. Der Gesamtwiderstand dieses Zweiges wird hier als Impedanz Z bezeichnet, weil nicht nur ohmsche Widerstände vorhanden sind. Und dieses Z, diese Gesamtimpedanz, muss nun mit Hilfe der Spielregeln der Wechselstromrechnung berechnet werden. Das ist in diesem Fall so, dass ich hier die Wurzel aus R² plus XC² ziehen muss, um an diesen Widerstandswert zu gelangen. Ich teile dann die Gesamtspannung durch diesen Wert, wodurch ich den Strom erhalte und kann dann mit Hilfe dieser Stromstärke, die ja nun hier fließt, und des Ohmschen Gesetzes die Spannung an der LED berechnen. Bei diesem Kondensatorwert sind das dann 200 Volt. Große Kapazität, kleiner Blindwiderstand heißt, es fließt ein großer Strom und somit ist die Spannung hoch. In diesem Fall eine kleinere Kapazität, ein deutlich größerer Blindwiderstand als in diesem Fall. Der Strom ist deutlich kleiner und somit ist auch die Spannung an der LED deutlich kleiner. Genau diese drei Situationen werde ich nun einmal zeigen. Zunächst die Situation, in der nur das lose Ende von der LED bis zum Schalter die kapazitive Kopplung zur Erde bewirkt. Die Lampe leuchtet ganz schwach nach. Als nächstes werde ich einen 0,1 Mikrofarad Kondensator zwischen das lose Ende und den Schutzleiter schalten. Die Lampe wird daraufhin sehr viel stärker aufleuchten, wie wir gerade sehen.
Danach werde ich einen 0,0027 Mikrofarad Kondensator wieder zwischen das lose Ende und den Schutzleiter bringen. Die Lampe wird wieder heller aufleuchten, jedoch nicht ganz so stark wie zuvor bei dem größeren Kondensator. Die Helligkeit der Lampe ist also hier ganz entscheidend von der Kapazität zur Erde hin abhängig. Je größer diese ist, desto heller leuchtet die Lampe. In diesem Bild sehen wir nun den eingesetzten Endstörkondensator, der nun bewirkt, dass die Spannung an diesem Teil der Schaltung deutlich herabgesetzt wird, trotz der kapazitiven Kopplung zur Erde, und somit das Nachleuchten verschwindet. Der Kondensator auf dieser Strecke hat einen Wert von 0,1 Mikrofarad und damit einen Blindwiderstand XC von 31,8 Kiloohm. Ich habe in diesem Fall nun zwei Fälle unterschieden. Zunächst der Fall, den wir vorher schon gesehen haben, nämlich dass eine Kopplung zur Erde besteht mit einem Kondensator mit 0,002 Mikrofarad. In der vorangegangenen Situation ohne Endstörkondensator gab es dabei eine Spannung von 10,9 Volt an der LED. Durch das Parallelschalten des Kondensators sinkt nun diese Spannung auf 5,3 Volt und damit erheblich ab. Wenn ich nun ein loses Ende zur Erde annehme, also ohne dass ich direkt einen Kondensator in diesen Zweig schalte, so wird die Spannung auf wesentlich kleinere Werte absinken und die Lampe wird nicht mehr nachleuchten. Ich habe das einmal hier durchgerechnet für den Fall, dass nur noch 0,001 Mikrofarad Kapazität zur Erde besteht. Ich gehe noch kurz auf die Berechnung ein, die ich hier angewendet habe. Die Impedanz dieser Parallelschaltung berechnet sich mit Hilfe dieser Formel. Die ist ziemlich gängig und kann aus Tabellenbüchern abgelesen werden. Die Gesamtimpedanz dieser ganzen Schaltung, bestehend aus dieser Parallelschaltung in Reihe zu diesem Kondensator, ist schon etwas aufwendiger zu berechnen. Ich gehe auf die Herleitung dieser Formel hier nicht näher ein. Berechne ich nun aber mit den Kondensatorwerten, die hier gegeben sind, und dem Wert RLED 57 Kiloohm die Gesamtimpedanz, so kann ich wiederum mit Hilfe dieser Formel I gleich U durch ZG die Stromstärke berechnen und nutze nun die Stromstärke, multipliziere sie mit der Impedanz dieser Parallelschaltung, wodurch ich auf die Spannung an dem Kondensator bzw. an der LED komme. Das ist der Rechenweg, den ich hier benutzt habe, um diese Werte auszurechnen. Ich werde gleich zeigen, dass in beiden Fällen die Entstörung wunderbar funktioniert. Wir sehen hier nun die Situation mit dem Nachleuchten. Ich werde jetzt den Entstörkondensator einsetzen, einen XY-Kondensator, von dem ich aber nur die beiden schwarzen Leitungen benutze. Dort besteht eine Kapazität von 0,1 Mikrofarad. Das eine Ende ist bereits angeklemmt. Und indem ich nun hergehe und das andere Ende an den Außenleiter halte, damit sind dann die beiden Kontakte zwischen N und L geschaltet, wird das Nachleuchten eliminiert. Das sehen wir hier. Das Nachleuchten verschwindet mit dem Parallelschalten des Kondensators zu der Lampe. Ich habe nun eine wesentlich bessere Kopplung, eine kapazitive Kopplung des losen Endes zur Erde hergestellt, indem ich dafür den Y-Teil des Kondensators mit 0,0027 Mikrofarad benutzt habe. Dadurch leuchtet die eigentlich abgeschaltete Lampe wesentlich heller nach. Aber auch in diesem Fall, wenn ich nun die 0,1 Mikrofarad parallel schalte zu L und N, beziehungsweise zum losen Ende und L, ist der Kondensator in der Lage, das Nachleuchten vollständig zu eliminieren. Man kann sich an dieser Stelle natürlich nun fragen, warum man denn einen Kondensator einsetzt, wenn doch im Grunde nichts anderes geschieht, als dass durch das Parallelschalten dieses Bauelements
die Spannung an der LED herabgesetzt wird. Das kann man doch genauso gut dadurch realisieren, dass man einen ohmschen Widerstand parallel schaltet. Für den Fall, dass der Schalter geöffnet ist, wäre das sogar recht unproblematisch und das Nachleuchten würde auch verschwinden. Man muss aber dabei bedenken, dass der ohmsche Widerstand natürlich Wärme entwickelt. Das ist insbesondere dann kritisch zu sehen, wenn die Lampe eingeschaltet ist, denn im eingeschalteten Zustand befindet sich dieser Endstörkondensator mit dem einen Ende am Außenleiter und mit dem anderen Ende am Neutralleiter. Diese kapazitive Kopplung zur Erde spielt dann keinerlei Rolle mehr, sie ist aber natürlich noch gegeben. Das ist auch der Grund dafür, warum ich nur Kondensatoren einsetzen darf, die mindestens eine Spannung von 230 Volt aushalten. Denn Kondensatoren, die das nicht aushalten, werden dabei natürlich zerstört. Würde ich nun an dieser Stelle einen ohmschen Widerstand einsetzen, so würde dieser permanent mit 230 Volt betrieben und zu einer erheblichen Wärmeentwicklung führen an dieser Stelle. Ein Kondensator wird sich nicht erwärmen, da er nur einen geringen ohmschen Anteil enthält und die Leistung, die er hier aufnimmt, komplett ins Netz zurückspeist. Dadurch gibt es hier keine Erwärmung an dieser Stelle. Das ist der wesentliche Unterschied im Einsatz eines Kondensators zu einem ohmschen Widerstand. Der kommt also hier tatsächlich nicht in Frage, weil er im eingeschalteten Zustand permanent mitheizen würde. Zum Schluss noch eine Situation, bei der die Endstörung nicht mehr funktioniert. Das ist dann der Fall, wenn die kapazitive Kopplung zur Erde deutlich besser ist, also dieser kapazitive Blindwiderstand deutlich kleiner ist, als der Blindwiderstand des Endstörkondensators. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, ich werde das gleich zeigen, dass ich schlicht und einfach die Anschlüsse des XY-Kondensators verwechsle. Dann ist diese Kapazität deutlich kleiner als diese Kapazität, wodurch sich wieder, wenn ich mit diesen Werten rechne, eine hohe Spannung an der LED ergibt, die dann quasi mit voller Leuchtstärke leuchtet. Denn bei knapp 200 Volt ist sie nahezu voll in Betrieb. Es ist also wesentlich bei der Endstörung, dass dieser Kondensator eine größere Kapazität hat als dieser Kondensator. Mit anderen Worten, die kapazitive Kopplung zur Erde darf nicht sehr gut sein. Dann funktioniert auch die Endstörung nicht mehr. Wie gesagt, das werden wir in einer kleinen Messung gleich sehen. Wir sehen hier nun wieder die Schaltung mit abgeschaltetem Neutralleiter. Wenn ich den Neutralleiter zuschalte, leuchtet die Lampe voll. Ich habe in diesem Fall eine sehr gute kapazitive Kopplung zur Erde hergestellt, mit Hilfe der 0,1 Mikrofarad zwischen dem losen Neutralleiterende und der Erde. Der Kondensator ist jetzt nicht mehr in der Lage, diese Störung auszugleichen, indem ich die 0,0027 Mikrofarad parallel schalte, verändert sich fast nichts mehr. Dadurch, dass der Endstörkondensator nun falsch herum angeschlossen wurde, funktioniert er schlicht und einfach nicht mehr. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen anschaulich erklären, wie die Endstörung mit Hilfe eines Endstörkondensators funktioniert. Ich möchte nochmal ausdrücklich davor warnen, diese Messung selber durchzuführen, denn das Ganze ist tatsächlich lebensgefährlich. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo und über einen Daumen hoch freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.